Moin Leute und damit herzlich willkommen zum nächsten Video. Heute werde ich mal meine FE450 mal aus der Garage holen und das neue Dekor montieren. Das einzige, was ich wahrscheinlich nicht machen werde, weil es einfach zeitintensiv ist, ist hier hinten das Heck aufbauen und guck mal, wer da gerade kommt. Aha, aha, ich habe Besuch, Ehrenvollen. Überpünktlich. Log-Setup hier am Start. Was machen wir heute? Eine ganz schnelle Nummer eigentlich. Also ich ganz will nicht schnelle Nummer, oder? Da bin ich Experte ich drin, nicht ja. Machen, weil ich will heute ballern. Ich werde auf jeden Fall heute dekormäßig Seitenverkleidung schon mal dran machen. Ja. Ist ja nur geklipst. Also zwei Schrauben, klack, klack, fertig. Das werde ich auf jeden Fall heute machen. Geil. Da steht hier die Karre von Julia. Ja, die Karre von Julia steht da auch. Krass, ey. Alles cool, auseinandergebaut. Ne? Ja. Ich habe auch Bock zu ballern, muss ich sagen. Das sieht aber irgendwie lustig aus, so ohne Lenker und so, ne? Das sieht irgendwie so aus wie so ein Rennmoped wie als von damals. Wie als hätte Julia so einen richtig fetten Unfall gehabt, so sieht das aus. Ja, ne? Ja. So sah meine DRZ damals aus, als ich frontal im Auto gefahren bin. Echt? Ohne Lenker und so, boah. Echt? Ah, oh Gott, geil, ey. Aber ein Kennzeichen, das sieht prädestiniert aus, um es zu schleifen. Ja. Nur ballern wir heute. Guck mal, ich habe sogar ein Paket bekommen. Echt? Von? TCC. Mit den fehlenden Teilen. Geil, kann man die zeigen? Ja, klar, warum denn nicht? Boah, geil. Das leuchtet ja richtig hier. Fett, ne? Ich guck mal, blendet dich Holo, richtig. Ja. Guck mal, hier kann man jetzt gerade, wo die Sonne rauskommt, Kamera. Ja. Guck mal hier. Boah. Ist das? Seht ihr das? Das ist geil. Heftig, ey. Boah. Ja, schick, schick. Ja. Gefällt mir. So Leute, ihr habt es wahrscheinlich schon gemerkt, es ist heute ein ganz anderer Tag, aus folgendem Grund. Wir haben gestern ein bisschen Zeitprobleme gehabt, deswegen haben wir gesagt, gut, wir hören mit meinem Video auf und machen dann lieber schnell noch was anderes und wollten dann halt ein bisschen Motorrad fahren. Deswegen nicht wundern, das Video wurde heute an einem weiteren Tag gedreht. Ja, ich würde sagen, ich fange an, die Verkleidung zu demontieren und freue mich auch ehrlich gesagt aufs neue Dekor. Bin gespannt, wie es aussieht. Bis gleich. Mir ist gerade aufgefallen, für die Lichtmaske vorne habe ich sogar richtig Glück, weil ich dachte, ich muss erst die ganzen Blinker umstecken, abkrimpen und so weiter. Aber nein, man kann die Front von dem Scheinwerfer selber nochmal lösen, sodass die Blinker komplett an der Fassung dranbleiben. Und dann haben wir weniger Arbeit. Das ist gut. So Leute, weiter geht's. Alte Lichtmaske, neue Lichtmaske. Erstmal hier Lichtmaske auch da raus. Thank you.
So, neue Lichtmaske ist montiert. Ist ein bisschen ungewohnt, weil es so schwarz ist und komplett anders. Scheinwerfer vermutlich auch mal wieder sauber machen. Und ja, ich würde sagen, wir machen draußen weiter. So Leute, leider hat die Kamera gerade irgendwo an irgendeiner Stelle versagt. Ich weiß leider gerade nicht wo. Also wenn irgendein Teil fehlt, sorry dafür. Ja, ich wollte euch auf jeden Fall jetzt erstmal zeigen, was es überhaupt für ein Kennzeichenhalter ist, weil viele mich gefragt haben, was habe ich überhaupt für ein Kennzeichenhalter, dass das so alles passt und so. Der Kennzeichenhalter gibt es so nicht zu kaufen, der ist auf jeden Fall selber hergestellt. Grundsubstanz ist der Kennzeichenhalter von der 701, der kurze Kennzeichenhalter. Zum Beispiel hier so ein bisschen umgekantet, damit der bei mir im Heck auch richtig passt. Das heißt, eigentlich wird er hoch, wird den komplett umgebogen und hier ein bisschen angepasst von der Form. Das schon mal das. Und dann musste ich die Halterung hier einmal hier abschneiden und einmal umdrehen. Und das war's sonst eigentlich. Sonst ist das einfach ganz normaler Kennzeichenhalter von der 701. Und ja, das ist das originale Rücklicht für die Leute, die es nicht wissen. Ich finde das auf jeden Fall mega geil. Das ist auch der Grund, warum ich diese Aktion gemacht habe mit dem Umbau. So Leute, neues Heck ist montiert. Sieht gar nicht mal so schlecht aus, muss ich sagen. Das Einzige, was ich jetzt noch machen muss, ist hier diese Halter hier. Gucken, ob man die sieht. Sieht man leider nicht so gut. Auf jeden Fall diese Halter hier, die muss ich jetzt abflexen. Dafür nehme ich einen kleinen Dremel. Dann geht das schön sauber und alles. Und dann kann ich das Heck montieren. Ja. So Leute, ich montiere jetzt auf jeden Fall das Kennzeichen. Ich muss jetzt erstmal einen Stift suchen, weil irgendwie keinen passenden Stift dafür habe. Und dann bohre ich die Löcher, montiere das Kennzeichen und dann sehen wir uns gleich wieder. So Leute, das Kennzeichen ist montiert. Winkel ist natürlich da. Das Schöne ist, ich kann den variieren. Ich werde jetzt hier noch das Kabelgestrüpp ein bisschen festmachen. Habe hier auch, für die Leute, die es nicht wissen, wie ich mein Kabel überhaupt befestige, ich habe hier so einen tollen, naja, wie soll man sagen, Kabelhalter, den mache ich mit hier dran und dann nochmal mit hier oben dran so, dann runter und dann hält das Kabel ganz gut. Ich habe das hier nochmal mit Gewebeband umwickelt, von Tesa ist das jetzt, das ist relativ gut. Ich finde, dass es halt dann gut geschützt, das Kabel ist. Ne? Ich habe hier nochmal eine Isolierung, hier halt Gewebeband bis hier hinten, das war es dann eigentlich so. Ne? Ja, ich würde sagen, ich montiere jetzt die restliche Verkleidung und ja, ist nicht mehr viel. Ist gleich fertig. Bis gleich. We'll be right back.
So, Verkleidung ist jetzt endlich dran. Ich muss sagen, ich habe es mir ein bisschen schlimmer vorgestellt. Muss aber sagen, bin relativ zufrieden, wie es jetzt aktuell ist. Die Gabelprotektoren vorne müssen noch gemacht werden. Die lasse ich aber jetzt erstmal dran. Ja. Ich bin eigentlich zufrieden. Sieht gar nicht so schlecht aus. Also wie gesagt, ich habe es mir echt schlimmer vorgestellt. Das einzige vorne mit dem Fender, man sieht halt echt diese Schwarz-Weiß-Unterschiede. Das ist das einzige, was mich so ein bisschen stört, muss ich sagen. Dass es hier einfach zu kahl ist. Aber ich denke mal, dass hier vielleicht ein Schriftzug nochmal drauf kommt oder so. Da bin ich noch am Überlegen. Ich habe ja auch mittlerweile ein eigenes Logo entworfen selber. Ich denke mal, dass es da irgendwo auch nochmal mal Platz findet mit einem Sticker drauf. Weil zu der Zeit, wo ich das Dekor entworfen habe, war es noch nicht klar, ob ich jetzt YouTube mache oder nicht. Und generell, ob ich mir ein Logo entwerfe und einen eigenen Merch produziere und sowas. Ja, das kam alles jetzt nach und nach. Ja, wie gesagt, ich bin recht zufrieden. Ihr könnt mir gerne unten in die Kommentare schreiben, wie ihr es findet. Von einer Skala von 1 bis 10 oder generell eure Meinung mal dazu abgeben, was ihr findet, was könnte ich noch jetzt in dem Zustand noch verbessern bzw. anders machen. Und ja, das war's eigentlich, würde ich sagen. Ne? Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da, ein Abo würde ich mir auf jeden Fall auch mega drüber freuen. Und sonst sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein!